Ah, nicht mal hier. Wird irgendwie mit jeder Tür schlimmer. Und irgendwie kommt es mir so vor, als gehen wir nur tiefer. Es gibt kein Hoch, es gibt nur tiefer. Mittlerweile sind irgendwo sind wir im Keller. So wie es aussieht. Hier wächst ja schon Moos. Und ich weiß nicht, inwiefern ich noch verfolgt werde. Deswegen. Oh. Ich weiß nicht, wie lange noch ich noch gehen kann. Nein, ich weiß nicht, wie lange noch. Aber ich kann weitermachen. Ich habe keine meiner alten Noten gefunden. Keine meiner alten Zettel. Also heißt das, ich komme irgendwo hin. Oder etwas bringt mich zu ihnen. Okay. Verdammte Scheiße, ich weiß doch jetzt schon, da ist irgendwas. Hat sich geklungen auf jeden Fall. Oh nee, ja, es ist was. Was sind da? Es ist hinter mir. Der will mir ein DSL-Modem verkaufen. Ich will nicht kaufen! Ich will nicht kaufen! Mach wen anders! Aber nicht mich! Ich will nicht kaufen! Lassen Sie mich bitte! Ich will nicht kaufen! Biegung. Oh ne. Langer Gang. Langer Gang. So, komm schon. Wir müssen hier rauskommen. Ich habe aber seit langem keinen Scare mehr bekommen. Kein Jumpscare. Ich glaube, das dauert nicht mehr lang. Irgendwie war das eher eine Verfolgung. Oh, ja. Ich hab's gewusst. Hab's geahnt. Ah, verdammt, falscher Weg. Da war noch ein Zettel. Das hätte Gutes gießen. Aber nein. Oh, verdammt. Ja, fast schon wie bei Indiana Jones hier. Über die Brücke. Oh, Zettel. Ich glaube, das ist meine letzte Zettel. Ich werde sterben. Ich habe niemals den Ausgang gefunden. Aber es ist nicht wirklich wahr. Dieser Ort ist die Flucht. Meine Flucht vor etwas anderem. Am Ende ist mein Tod romantisch. Okay. Alles klar, anscheinend haben wir einen Romantiker. Als Erzähler. Lauf. Da waren Game-Konsolen. Oh. Interessanter Gang. Ja, alles ungesund. Alles, wirklich alles ist ungesund. Geh grad aus. Lockt. Scheiße. Hier ist offen. Ah. Okay. Alles klar. Gesund. Auf jeden Fall. Subjekt 5 ist wachsend mehr und mehr rastlos. Ich habe Spook erzählt, wir brauchen mehr Geld. Für das Projekt. Aber sie hat einfach nur gelacht. Und flog in die Wand. Ohne chemischen Bauteilen. Weiß ich nicht, wie lange ich sie noch kontrollieren kann. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich sie noch kontrollieren kann. Wie lange ich sie noch sicher halten kann. Ganze Menge. Eins ist ausgebrochen, wie wir gesehen haben. Jetzt kommen wir hier durch. Ich glaube daran, Subjekt 5 ist verloren. Das Glas
um den Container ist zerstört. Ich kann ein leises Klickern näher kommen hören. An der Wand. Ich weiß nicht, was passieren wird. Aber wenn es jetzt am Leben ist, dann ist das wahrscheinlich meine letzte Nachricht. Das Klicken wird lauter. Und der Scheiße, ich hör's. Ich hör's. Oh nee, in der Decke sind Löcher. Jetzt ist es vorbei. Oh, verdammter Baum! Stuhl. Wieder nur ein Stuhl. Der holt mich schon wieder. Der Stuhl kriegt mich noch irgendwann nochmal dran. Oh ne. Ist da. Da, ganz nah. Bei mir. Verdammt. Wurde ausgetrickst. War eine Falle. Wird lauter. Bin nicht weit entfernt. Kommt näher. Ah, Stuhl. Oh, der Stuhl hat sich gedreht. Diesmal nicht. Nicht mit mir. Verdammte Scheiße. Ich werde verarscht. Ist alles eine Falle. Oh, es kommt... Ach du Heilige, was kommt denn da an? Da kommt ein Güterzug. Mit Beißzähnen. Oh, ist still. Ist still. Ist still. 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 Indiana Jones. Oh, jetzt klingt's wieder unangenehm. Schon passt es wieder. Für eine bessere Rente. Hier ist immer noch ein Gehirn. Bald sind wir soweit. 132 Räume. Leute, wir haben die Hälfte geschafft. Also, noch lange nicht. Wir haben mehr als ein Zehntel geschafft. Aber noch lange nicht das Ende. Was nehme ich hier auf? Das ist ja der größte Zeitverlust. Ist ja nicht mal schlimm. Er ist wenigstens schlimm. Wollt mir Horror darum lauten. Ich sehe, was rauskommt. Nur eine Verfolgungsjagd von Indiana Jones. Kann ich eigentlich springen? Nee. Wo ist der Horror? Das ist nur Verfolgung. Komm schon. Zeig's mir. Mein Stuhl. Nach einer Wand aus, wenn ihr. Dann schon. Komm schon. Glück, da ist jetzt keine Wand. Wenn da eine Wand ist, bin ich tot. Aber richtig. Komm schon. Ich laufe nicht ohne Grund jetzt diesen ganzen Gas. Oh, jetzt ist er da. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Gibt nur noch vorwärts. Vorwärts! Alter, wird der Gang länger? Wird der verdammte Gang länger? Der Gang wird verdammt nochmal länger. Ich laufe einen endlosen Gang entlang. Und es kommt. Wie nah ist es wahrscheinlich? Weiß es nicht. Wahrscheinlich schon so knapp hinter mir. Oder noch 5 Meter Distanz. 5 Kilometer. Wer weiß. Ein endlos langer Gang. Aber es ist da. Es gibt kein Zurück mehr. Was ist das eigentlich dann für eine komische Farbe, wenn das ein endlos langer Gang ist? Naja, irgendein Licht am Ende. Wenn ich mich umdrehe, sicherlich, dann frisst es mich aber. Ach, gefressen. Wird der Gang enger? Wird der Gang enger?
Der Gang. Ich laufe nicht mehr. Warum? Mein Tipp stehen geblieben. Oh ne! Oh ne! Oh ne! Ne! Ah. Ah. Verstehe. Okay. Und was? Alles klar. Alles klar. Warum ist da ein Gebiss? Ich weiß es nicht. Ja, dann continue, ne? Hab ich so gehört. Dann würde das ja nicht mehr lange dauern. Aber interessant. Das, weil es halt so random generiert ist, kann auch wirklich alles passieren. Ich glaube, was ich aber vorhin gesehen habe, wird später irgendwann kommen. Was ich nicht frühzeitig erlebe, kommt später irgendwann. Oh. Ja, hat aber nicht gesund geklungen. Wieder nur einen Ausgang. Okay. Schaffen wir? Kommt zwar irgendwas hinter uns her, aber... Ah ja, das kennen wir schon. Romantischer Tod. Und Fahrstuhl. Romantischer Tod. Interessant. Dein romantischer Blue Tod sieht ein bisschen anders aus. GL Labs. Okay. Oh, gut. Das wird ja noch eine lange Weile dauern. Oh nee, Raum 150. Bis ich da unten ankomme. Wo ist denn der Ausgang hier? Aber wisst ihr was? Ich bin risikoreich. Ich spiele das durch. Die ganzen 1000 Räume. Ich werde ein bisschen schneiden. Und damit eine Barschuhe. Und wie geht's dir so? Hm? Ganz schön entspannt da unten. Am Liegen. Hat er übrigens einen interessanten Hut. Aber schön, dass er so früh gestorben ist. Genau jetzt ist er tot. Ich esse übrigens nebenbei, weil es jetzt schon so lange geht. Mein Essen ist mittlerweile auch kalt. Ich habe gedacht, ja, geht nicht lang. Vielleicht eine halbe Stunde. Aber es sind 8 Stunden geworden draus. Mein Leben komplett verschwendet mittlerweile. Boah, wie viele Folgen werden das denn am Ende, also... Und wer schaut sich das an? Bessere Frage. Schaut sich am Ende vielleicht 5 bis 10 Leute an. Mehr wollen sie sowas nicht gönnen. Das ganze Scheiß. Oh, er schreibt doch wieder. This place is finally starting to affect me. I've seen enough horror movies to know how to survive a simply ghost or two. But these monsters keep getting faster and stranger. Okay. Der Typ kennt sich aus, wie man wie man da umgeht mit solchen Geistern und Monstern, aber diese Monster, was hier sich bewegen, werden stärker
Und auch komischer. Oh, nochmal eine Brücke. Heute ist Brückentag. Anscheinend. So viele Brücken. Oh ne. 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 Komm schon, ja. Raus hier. Hab's doch gehört. Da verfolgt mich wieder jemand. Also, naja. In der Runde glaube ich zum ersten Mal. Ich hab eine Taschenlampe. School of Horror. See ya. Muss ich lang? Erneuerung. Oh, verdammt, das klingt nach einem Gollum. Gollum! Lass mich! Ich bin am Rennen! Lass mich, Gollum! Ich bin doch nur am Fliehen! Ich will doch nur nach Hause! Nein, ich komm nicht hin. Ich komm nicht her. Laufen. Oh, verdammter Cupcake! Mann! Diese Stühle! Das sind doch meine Feinde! Wollen mich sicherlich ausspielen. Sicherlich, gleich kommt ein Stuhl. Ich sehe da schon jetzt den Stuhl. Der lacht sich dann ein kaputt drauf sitzen, so ein Motherfucker. Oh nee. Kein Stuhl mit einem Motherfucker. Ich laufe schon seit Stunden meine langen Runden. Ich glaube, wenn ich durch die gleiche Tür wieder gehe, komme ich komplett woanders an. Also durch die gleiche Tür hinter mir. Wenn ich zurückgehen würde, würde ich woanders landen. Kannst du mir vorstellen. Und wenn man nimmt, ist das gleich schlecht. Oh. Einfach weiter sprinten. Och nee. Och nee. Och nee. Anhand der Musik weiß ich doch jetzt schon, da verfolgt mich wieder irgendwas. Günther! Es ist doch nicht so weit! Herbert, lass die Finger vom Mikrofon. Okay, ein Cupcake. One point. Ein Punkt. Für was? Ja, für nichts. Oh ne, jetzt ist wieder was da. Was? Ist irgendwas da. Irgendwas ist jetzt wieder direkt hinter mir. Och ne, nicht jetzt dieses Spiel. Mag ich nicht. Oh, hat die Taktik gut geklappt. Gefängnis. Oh, einfach durch diese Tür. Okay. Okay, das ist schon langsam nicht mal mehr schlimm. Aber sie werden mehr. Heißt, was auch immer mich verfolgt, macht zu wenig gegen mich. Aber wir sind ja schon gleich wieder bei 200 Räumen. Gleich haben wir wieder einen Fahrstuhl. Hoffe ich. Gehe ich davon aus. Weil die meisten Fahrstühle sind anscheinend in diesem Spiel immer ab 50. Das ist ja super. Habe ich wahrscheinlich den richtigen Weg gewählt. Oder ich habe den langen Weg gewählt. Oder das Kopf fällt mir schon gar nicht mehr auf. Ich habe mittlerweile so viel Zeit hier rein investiert, das fällt mir schon gar nicht mehr auf, wenn ich da 50 Räume durchbooste. Okay, Yoshi. Okay, komm schon, Fahrstuhl. Ah, ja, gut. In order to survive this house, I need to keep writing notes. I must do everything a central protagonist would... Ich lese auf Deutsch einfach.
Um zu überleben in diesem Gebäude, muss ich weiter Briefe schreiben. Ich muss genauso wie so ein Protagonist ein Buch schreiben. Also wie eine von seinen Geschichten halt. Okay, der restliche Teil kann ich nicht so gut übersetzen. Das tut mir leid. Meistens kann ich ja alles übersetzen, aber das nicht. Ah ja, ja, um 200. Oh. Ich weiß nicht, ob das Gummi ist oder sonst was. Wahrscheinlich bin ich jetzt in so einem Gummizellenbereich. Wir sollten das einfach durchweiten. Oh, oh. Okay. Sieht mir mehr aus wie eine Falle. Wird das auch nicht irgendwo verschnellern? Oh Gott. Mit diesem Yoshi-Geräusch war das nicht allzu schlimm. Ja, aber anscheinend ist jetzt wieder Jumpscare-Time. Erstmal Verfolgung. Und jetzt ist Jumpscare. Jetzt werden wir richtig gejumpscared. Oh verdammt. Nee, Verfolgung. Sorry. Hab mich geirrt. Oh verdammt. Wollt ihr mich verarschen? Ein Horrorspiel ist nicht so schlimm. Alter, diese Grafik dazu, Slenderman. Oh Gott. Hardcore Slenderman. Guck mal geradeaus. Da ist die Tür. Was auch immer es kommt näher und es ist tödlich. Und jetzt Slenderman 2.0. Und es wird dunkler. Ich glaube, der verursacht Nebel, der Typ. Verursacht. Oh Gott! Verdammte Scheiße, ich wurde von irgendwas erwischt. Oder ich habe Drogen genommen. Verdammt! Der Wein war kein metallisch. Das war Drogen. Ich sterbe. Das ist doch noch ranischer Wald. Run, Forest, run. Ah, Yoshi. Oh verdammt, ich bin hängen geblieben. Verdammt, ich bin hängen geblieben. Hab aber eine Tür erwischt. Okay. Das Ding kommt näher. Und desto näher es kommt, desto mehr Nebel und dann wird es irgendwann rot. Das heißt, das Ding kommt verdammt schnell nah. Er ist verdammt nah. Günther, lass mich. So viele Türen! Ich bin ja nur am Wegrennen. Verdammt. Jetzt bin ich richtig gefickt. Oh, verdammte Scheiße. Das hat wehgetan. Oh, ist der knapp hinter mir. Oh ja. Ei, ei, ei. I've lost some health, bro. Some very much health. Verdammt, nicht durch den Mittelgang. Das weiß ich doch schon. Das kenne ich doch schon, das Spiel. You are here. Okay.
Die Räume bewegen sich. Hören zu wissen. Ich hab keine festen Räume. War doch schon wieder ein Stuhl. Oh nee, ich höre es doch schon wieder. Ja, mir ist doch sicherlich schon wieder ein Pisser. Aber was auch immer es war, es hat mich geschlagen. Das hat weh getan. Sieht gut aus. Wir laufen den richtigen Weg, Leute. Wir laufen den richtigen Weg. Okay. Bald haben wir. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst eine Bewertung da. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Und dann schaue ich mal, was ich machen lässt. Die Folge hat ein bisschen stark geleckt, aber ich hoffe, dass sich das nicht gestört hat. Beim nächsten, also sobald meine Aufnahmesession, die da gelaufen ist, durch ist, wird's besser. Es wird besser, Leute. Es wird besser.